So, hallo und herzlich willkommen schon wieder auf dem neuen Kanal hier von mir, der sich da nennt Mein Kochtopf und du. Ja, und heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar gibt es heute ein originales Odenwälder Kochkäseschnitzel. Ja, das muss man sich mal bitte vorstellen. Was ist denn ein Odenwälder Kochkäseschnitzel? Das ist was ganz Besonderes. Das ist ein Schnitzel, kann Schwein, kann Rind sein oder Kalb, kann auch Pute sein, paniert. Und da kommt dann eben dieser leckere hessische Kochkäse drauf. Ne? Die Hesse, die können das ganz gut. Und wie man diesen Kochkäse macht, zeige ich euch jetzt mal im ersten Teil. Und der muss nämlich dann über Nacht in den Kühlschrank. Deswegen, ja, die Vollendung des hessischen Kochkäseschnitzels, das kommt dann erst morgen. Ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ich habe schon ganz, ganz viele Rezepte bekommen von euch per Mail. Die habe ich mir schon alle abgespeichert. Da sind ja ein paar richtige Exoten dabei. Also die wollen wir natürlich auch mal alle nachkochen, weil der Kanal heißt ja Mein Kochtopf und du. Ich koche dein Rezept. Und heute ist das hessische Kochkäseschnitzel dran. Und wie macht man denn überhaupt so einen Kochkäse? Ja, das ist natürlich gar nicht so schwer. Natürlich brauchen wir hier erstmal einen Topf. Wichtig ist, dass dieser Topf ein bisschen größer ist, weil am Ende des Vorgangs kommt da ein Löffel Natron rein und dann wird es nochmal verrührt und dann geht der Käse auf. Na, wenn der Topf zu klein ist, dann ist der ganze Kochkäse eben auf eurer Arbeitsplatte verteilt und das braucht kein Mensch. So, da würde ich sagen, wir fangen mal an. Wir brauchen auf jeden Fall natürlich eine Harzer Rolle. Na, das ist diese Harzer Rolle hier. Das sind tatsächlich 200 Gramm, so viel Kochkäse brauchen wir auch. 200 Milliliter Sahne, 250 Milligramm Quark, ja, und 100 Gramm Butter. So, die Butter, die tun wir jetzt da schon mal in den Topf hinein. Ich habe mir auch schon noch eine zweite Kamera bestellt, die dann hier von oben so auf den Topf scheint, weil wir wollen uns ja verbessern an der Stelle. Ne? So, die Butter darf jetzt schon mal schmelzen. Und ich versuche den Kochkäse aufzumachen und dann schneiden wir. Dazu braucht man natürlich vorzugsweise ein Messer. Na? Und die Sahne kommt noch rein. Also Butter rein, Sahne rein, 200 Milliliter und dann darf der Käse da drin dann so langsam schmelzen. Natürlich jetzt, je kleiner ihr die Käsescheiben schneidet, umso schneller schmilzt der Käse. Das hat etwas mit Physik zu tun. So, was ich noch sagen wollte, ich war ja ganz erstaunt, ja, dass unser erstes Video, das wir hochgeladen haben, schon 1000 Aufrufe hat. Also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich dachte ja eigentlich, das ist ja hier so mehr oder weniger so ein Gag. Der Kanal, da habe ich mir gedacht, das schauen vielleicht so 50, 60 Leute an. Aber da hat man über Nacht schon 500 Klicks und mittlerweile schon fast 1000. Also Wahnsinn. So, jetzt schneiden wir den Käse noch da rein. Wichtig ist natürlich bei der Geschichte, dass wir da jetzt den Topf nicht gleich auf volles Rohr drehen, dass uns sämtliche Butterstücke und sämtliche Sahne in dem Topf anbrennt, gemeinsam mit dem Käse, sondern das muss jetzt so ein bisschen langsam erhitzen. Und dass das dann einfach so eine homogene Masse wird, ne? Ja, das hat man ja beim letzten Video bei der Lasagne auch schon, die Bechamel. So, wer mag, kann natürlich hier auch gerne Kümmel mit reintun. Meine Harzer Rolle, die hat schon Kümmel drin. Also eine Harzer Rolle mit Kümmel. Ich weiß gar nicht, ob Harzer Rolle eh immer Kümmel schon dran hat. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So. Und dann schmilzt das jetzt also so langsam vor sich hin. Und ich will euch ja nicht langweilen. Na? Da warte ich jetzt kurz ab, bis das so eine Masse ergeben hat. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Bis gleich. So, der Film geht weiter. Also das ist jetzt langsam so ein bisschen aufgekocht in dem Topf, dass das einfach so eine Schlabbermasse wird. Eine Masse aus Sahne, eine Masse aus Butter und eine Masse aus Käse. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen. Ja, ich koche natürlich auch bald mal was Gesundes, ist ja ganz klar. Aber heute dieser absolute Klassiker, der muss natürlich sein. Ne? Also,
So, jetzt haben wir hier diese Masse beieinander. Der Käse ist geschmolzen, die Butter ist geschmolzen. Das sollte jetzt nicht kochen, sondern das soll einfach nur gut dampfen, wie man hier wahrscheinlich sieht. Sieht man das? Nein, sieht man nicht, aber es dampft. Na, und jetzt kommen wir schon in die heiße Phase. Die heiße Phase beginnt. Achtung, Achtung, wir können den Herd schon ausschalten. Und dann geht es nämlich auch schon los. Ja, der Topf kann vom Herd, erste Amtshandlung, und dann kommt hier einfach nur 250 Gramm Quark dazu. So. Und der Quark, der wird jetzt auch so untergerührt. Na? So, das machen wir vielleicht auch mit dem Schneebesen, weil wir sind ja schlau. Na, dass der Quark dann noch so ein bisschen untergerührt ist. Und dann wird es spannend, meine Lieben. Dann kommt das Kochkäse-Highlight. Also wir rühren jetzt hier den Quark unter. Ja, man sieht es ja, das ist dann so eine Masse. Aber das Spannende kommt ja noch. Der Kochkäse ist noch nicht fertig. Der hessische Kochkäse. Weil jetzt kommt dann zum Schluss eben ein Teelöffel Natron dazu. Und das heißt, rein damit und rühren. Und jetzt geht die Post ab. Jetzt geht nämlich der Kochkäse auf. Na, das heißt, er wird jetzt auf einmal doppelt so viel, wie er ausgesehen hat. Deswegen am Anfang wichtig, der Topf darf schon etwas größer sein. Na? So, das wird jetzt einfach nur mit dem Schneebesen wunderbar verrührt. Man sieht es vielleicht hier. Eine schöne Käsebrühe. Und das ist natürlich die Grundlage für das hessische Kochkäse-Schnitzel. So, ihr fragt euch bestimmt, wo mein Helferlein heute abgeblieben ist. Der ist dann morgen dabei, beziehungsweise jetzt dann im zweiten Teil, wenn wir das Schnitzel zubereiten. Also, mein bester Kochfreund ist morgen mit am Start. So. Okay, das war's jetzt schon mal mit dem Kochkäse, sieht man's? Ja, ne? Das ist so eine Schlabbermasse eigentlich und die muss jetzt über Nacht in den Kühlschrank, also den Topf jetzt abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank und morgen dann einfach so auf dem Herd stellen bei Stufe 1, 2, 3, dass das so langsam wieder so ein bisschen flüssig wird, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr, wenn es dann Richtung Kochkäse geht. Also, gleich geht's weiter. So, da sind wir wieder. Haben wir einen Ton? Ja, meine Lieben, jetzt ist also ein Tag später geworden. Der Kochkäse ist also aus dem Kühlschrank raus und der steht jetzt schon hier hinten auf dem anderen Herd seit ungefähr 20 Minuten auf Stufe 1, 2, nur dass der so ein bisschen warm und wieder flüssig wird. Na? Der flüsselt jetzt da hinten so vor sich hin und ich muss heute leider meinen liebsten Kochfreund entschuldigen. Mein Sohn ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Wir wünschen ihm natürlich an der Stelle alle gute Besserung. Also ein Daumen rauf bedeutet einmal gute Besserung. Na, und deswegen ist der Papa jetzt hier alleine an der Front. So, meine Lieben, wie macht man ein Schnitzel? Das ist eigentlich ganz leicht. Ich gehe dann mal an meinen Kühlschrank, den seht ihr nicht. Und ich habe jetzt hier zwei Schnitzel gekauft. Die wollen wir jetzt mal zubereiten. So, was natürlich immer wichtig ist beim Schnitzel, erstmal abwaschen und abtupfen. Ein bisschen klopfen, ne? Bisschen bekloppt sein. Ich drehe mich dazu mal eben um. So. Dann wollen die Schnitzel auch schon zubereitet werden. Gebt mir kurz Zeit. So, und weil wir ja die Schnitzel nicht so dick wollen, klopfen wir die auch erstmal. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite meiner Küche. Ich könnte ja hier quasi doppelt kochen. Aber ich habe ja trotzdem nur zwei Arme. Was wir jetzt machen, wir klopfen am besten mit der flachen Seite, sonst wird es zäh. Einmal und die andere Seite auch. So, wunderbar. Weiß ich nicht, wie ihr eure Schnitzel macht.
könnt ihr mir ja gern mal in die Kommentare schreiben. Und an der Stelle, ja, wie mache ich das? Natürlich erstmal salzen und pfeffern. Ganz wichtige Amtshandlung, dass da ein Geschmack rankommt. So schön. Einmal Salz, einmal Pfeffer. Das ist jetzt Schwein, aber vom Strohschwein. Ja, da denke ich immer, ich tue den Tieren was Gutes. Das sind Schweine, die eben auf Stroh gelebt haben. Na, also habe ich ein bisschen mein Gewissen beruhigt. Und dann machen wir das gleich an der anderen Seite auch noch. So. Wunderbar. Also erst salzen, pfeffern. Wenn du Pute nimmst, dann darfst du ruhig ein bisschen mehr würzen, weil die Pute hat halt leider einfach keinen großartigen Geschmack. Ne? So. Okay. Jetzt haben wir gesalzen und gepfeffert. Was machen wir dann? Natürlich, dass die Panade ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Das ist ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich werde es heute aufklären. Natürlich kommt da jetzt als erstes mal ein bisschen das Mehl drauf auf das Schnitzel, vorne und hinten. Damit das mit der Panade auch was wird. So, einmal Schnitzel. Zweites Schnitzel. So, ich muss mich ja natürlich auch mal bei euch bedanken und ich muss mich auch wundern. Unser erstes Video, die Lasagne, hat tatsächlich schon 1000 Aufrufe. Das sind wir ja, mein Sohn und ich haben uns ganz gewundert, dass so viele Leute die Lasagne angeschaut haben. Aber das ist ja auch etwas Schönes, na? Sohn, willst du nur Ei oder auch panieren? Okay, mein Sohn möchte nur Ei, auch eine Tradition bei uns. So, was wir jetzt gemacht haben, jetzt haben wir die Schnitzel gesalzen, gepfeffert. Und dann brauchen wir natürlich einen Teller mit Ei. Da nehme ich jetzt 2 Eier, ein Ei pro Schnitzel. Und auch das darf jetzt nochmal gesalzen und gepfeffert werden. So. Ihr seht, ich bin ein Vollprofi. Ich habe das Ei richtig drauf. So, jetzt wenn wir das Ei dann bestückt haben. Manche machen auch gerne mal so ein bisschen Sahne noch rein in dieses Eigemenge da. Ich nicht. So, und das wird jetzt hier so vermengt, dass wir das dann auch schön durchziehen können. Ich paniere jetzt die Schnitzel schon. Leg die dann hin, dann kommen die Pommes rein, bei uns gibt es Pommes dazu. Und dann muss ich natürlich schauen, dass das alles auf den Punkt gleichzeitig fertig wird. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal panieren. Ja? So, und dazu ziehen wir das Schnitzel natürlich einmal durchs Ei, dass alles schön mit Ei bedeckt ist. So, und dann kommt es natürlich in die Panade. Panade wichtig, gut panieren, aber nicht so viel andrücken am Schnitzel. So, nur so ein bisschen sanft, weil wenn du die Panade so sehr hindrückst, dann wird das nichts mit den leckeren Blasen und mit der guten Panade. Ne? Also ein Tipp von mir an dich, niemals auf dem Schnitzel rumdrücken. So. Zweites Schnitzel panieren. So. Das schaut doch schon mal hervorragend aus. Was sagt ihr dazu? So, das ist ja im Endeffekt ein stinknormales Schnitzel. Und da kommt ja dann nachher noch der Kochkäse drauf. Das bedeutet, ich muss mir die Hände waschen. Jetzt sind die Schnitzel quasi paniert, ja, ready to run. Und wenn wir die dann gleich in die Pfanne tun, dann melde ich mich wieder.
So, ihr Lieben, ihr seht schon, jetzt ist die heiße Phase da. Das Odenwälder Kochkäse-Schnitzel nähert sich seiner Vollendung. Ja, da hinten sind schon mal die Pommes drin, natürlich in der fettfreien Heißluftfritteuse. Und wir wollen jetzt mal schauen, ich habe die Pfanne schon angeschalten. Jetzt kommen die Schnitzel rein und die werden jetzt natürlich auch gebraten. Na, so. Einmal Schnitzel, zweimal Schnitzel. Natürlich eine schöne Pfanne dazu. Und dann kann das jetzt mal so leicht vor sich hin blubbern. Ja? Und der Trick bei der Panade, ja, der ist nämlich der folgende. Wenn das Schnitzel so ein bisschen vor sich hin gebrödelt hat, dann schwenkt man die Pfanne mal so, dass das Fett oder das Öl auch mal aufs Schnitzel überschwappt. Ja, das ist nämlich der Trick. Einfach mal so ein bisschen rumschwenken dann. Jetzt noch nicht, dauert noch kurz. Aber so entsteht eine wunderbare, herrliche Panade, meine Lieben. Na, das ist der Trick dabei. Ich würde sagen, ich brutzel jetzt mal die Schnitzel in der Pfanne, weil da habe ich jetzt das Rad auch nicht neu erfunden. Ich denke mal, das kann ein jeder. Wenn es ich kann, kannst du das auch. Und wenn das Schnitzel soweit fertig ist und die Pommes fertig sind, dann zeige ich euch mal, wie man ein Original Odenwälder Kochkäse-Schnitzel zubereitet. Also, bis gleich. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt den Schnitzel schon mal einmal umgedreht. Man hört, wie es schön vor sich hin blubbert. Und was man da immer noch gerne mal tut, ist entweder die Pfanne schwenken, dass das Öl oder das Butter oder was ihr da nehmt, übers Schnitzel schwappt. Oder man nimmt eben einfach einen Löffel und schüttet da so ein bisschen drauf, damit es nicht trocken wird. Ja, das klingt fettig, ich weiß, aber man tupft es ja dann danach auch ab. Ne? Von daher ist es halt einfach ein Schnitzel. Ne? Das gehört einfach im Fett oder in der Butter oder im Öl rausgebraten. So, das nähert sich jetzt hier alles dem Ende. Wir sind eigentlich so weit kurz vorm Durchbruch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir anrichten. Und das wird spannend. So, jetzt ist es soweit. Jetzt wird dann mal das Odenwälder Kochkäse-Schnitzel angerichtet. Ich würde sagen, die Schnitzel sind gut durchgebrutzelt. Der Kochkäse ist in seiner optimalen Konsistenz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, hier kann man so ein bisschen rum. Aber nicht so flüssig. Ne? Von daher kommt jetzt da der gute Kochkäse hin. Und ich würde sagen, meine Lieben, es ist soweit. Wir richten jetzt einfach mal eine Portion Odenwälder Kochkäse-Schnitzel an. Die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Schatz, welches willst du? Ist egal. Das willst du? Okay. Der Sohn steht hier ums Eck. Ist natürlich heute nicht so kameratauglich. Aber beim nächsten ist er auf jeden Fall dann dabei. So, haben wir jetzt hier erstmal ein leckeres Schnitzel, wunderbar rausgebraten. Dann kommen natürlich die Pommes dazu. Ja, ihr könnt ja essen, dazu essen, was ihr wollt, aber ich glaube, da kommt Pommes dazu. So, und jetzt, ja, jetzt werdet ihr gleich Augen machen. Jetzt kommt's. Sohnemann, bist du bereit? Jetzt kommt nämlich auf das Schnitzel der Kochkäse. Mmh. Wer Petersilie da hat, kann auch noch frisch gehackte Petersilie drüber tun, ist aber mehr sowas für die Optik. Mmh. So, meine Lieben. Wir haben hier jetzt ein originales Odenwälder Kochkäse-Schnitzel und wir würden sagen, das schmeckt sehr gut, wenn nicht sogar spitze. Na? Also unbedingt zum Nachkochen empfohlen. Hier essen wir euch jetzt nichts vor, sonst läuft euch sowieso nur noch das Wasser im Munde zusammen. Das erspare ich euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende zum nächsten Rezept, was das auch immer wird. Das wissen wir noch nicht. Na? Und sagen ein herzliches Auf Wiederschauen und du sagst Tschüss um die Ecke. Tschüss. Tschüss.